Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es ist noch wie viele Tage? 2 Tage vor Weihnachten. Oh mein Gott. Ich versuche halt so viel wie möglich jetzt noch mitzunehmen. Und dann werde ich am Weihnachtstag noch filmen. Und da werde ich mir so ein bisschen Pause gönnen, habe ich mir so vorgenommen. Deswegen, ja, produziere ich ein paar Videos für euch jetzt quasi vor. Ich weiß noch nicht, ob die wann ich die online stelle und so weiter. Auf jeden Fall, ja, nur so als Randbemerkung für euch. Heute ist Sonntag. Geduscht habe ich jetzt, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Und jetzt werde ich mal mein Bett machen. Das sieht nämlich nur so aus. Und danach gehen wir was frühstücken, also brunchen, weil wir frühstücken eigentlich immer ziemlich spät am Wochenende. Und dann zeige ich euch mal unseren Baum. Seht ihr den? Der wartet hier auf uns, dass er geschmückt werden kann. Und ja, die Blumen haben auch noch nicht Zeit, um das wegzuräumen. Oh, so hübsche Blumenkästen. Und oh, es hängen noch Tomaten an den Sträuchern. Cool. Auf jeden Fall, ja, der Baum, der ist da. Und den werden wir heute reinholen und schmücken. Bist du mit mir? Lara, ich spiele mit dir. Aber ich will jetzt mit dem Bart spielen. Nein, Bart, ich spiele jetzt mit Lara. Minecraft! Lara, was soll der Bart mit dir spielen? Minecraft! Geht's hier unten spielen? Soll ich oben? Bei der Playstation oder was? Ja. Kann sie auch bei der Playstation spielen? Ich hab auch Minecraft. Der Bart hat auch Minecraft. Mach mir eine Nachricht. Und? Geh mal. So, jetzt sind wir drei alleine. Wir frühstücken jetzt. Alle Kinder sind jetzt weg. Ich esse ein Thunfisch-Olive. Das ist ja ein Eistee, oder? Tee. Ist es ein Tee? Und, also warte, ich wollte es euch zeigen, was ich esse. Sieht man das? Luisa, was hast du mit meinem Schnittlauch hier gemacht? Ganzer Tisch. Oh. Thunfisch-Olive. Ja, das musst du jetzt aushalten. Ich musste mein Baby Nina. Weil sie alles auf den Tisch verteilt hat. Sie wischt es weg. Luisi. Hallo, Babe. Gibt es eine Papa auch eine? Hm? Gibst du mir auch eine? Oh. Nee, rot. So, meine Lieben, nach dem Frühstücken. Mein Vater ein bisschen richten. Also, wir haben jetzt gefrühstückt. Die Kinder sind alle unten. Also der Patrick und die Lara spielen unten Minecraft. Die Michelle hat ihre Freundin da und die Luisa spielt im Zimmer von der Lara und von ihr. Also sagt Lara und ihr, weil es halt deren zusammen. Oh Baby, jetzt bist du schön. Die Luisa spielt total gerne Playmobil. Papa, hast du dein Dino genommen? Nein. Dino? Dolly. Dolly? Dino. Und ich habe jetzt meinen Laptop genommen und werde jetzt schnell ein Video schneiden, das heute noch rauskommen muss. Und also ein Vlog. Papa! Der Papa ist kurz runtergegangen. Warum? Weil der Papa die Hühner füttern muss. Warum? Weil die hungrig sind. Warum? Weil so. Ja, und danach, wenn ich hier fertig bin mit dem Video, müssen wir noch die Bestellungen fertig machen von den letzten Mama-Planern für dieses Jahr, aber die kommen leider nach Weihnachten. Das kann ich, ja, das ärgert mich so gern. Das habe ich euch auf YouTube gar nicht erzählt, aber ich hatte so einen Stunk mit der Druckerei. Meine Planer hätten schon längst da sein sollen, vor einer Woche schon, und die haben mich einfach so mit der Produktion nach hinten geschoben. Ich bin diese letzte Woche einfach so regelrecht. Ja, Lüder? Titi? Später, okay? Auf jeden Fall haben die mich mit der Produktion so krass nach hinten geschoben, dass ich einfach mit dem Liefern nicht mehr pünktlich nachgekommen bin. Ja, das nervt auf jeden Fall total. Lüder, warte ganz kurz. Der Papa ist hier schon fleißig am Abbauen meines Büros aus dem Wohnzimmer. Patrick, der wird gleich Bock machen. Wo bringst du den Drucker hin? Auch also, dass du filmen kannst, du mitpacken. Nein. Und wer soll die Kamera halten? Hm. Zu viel sagst du es dem Baba.
Wer pickt so in meiner Arschlitze hier, der Hund? Ich. Ja, mein neues Büro. Willkommen, willkommen. Das kann aber nicht so bleiben. Ja, dann musst du da ein bisschen laufen. Wann renovierst du denn mein Zimmer? Machst du das noch jetzt im Urlaub? Jetzt. Nachdem ich das draufgebracht habe, fange ich mit dem. Das ist eh ein bisschen weiße Farbe. Dann fang an. Stell dich nicht so an, Papilein. Dann fang an, bitte. Ja, Patricks Bett verkaufen wir. Haben wir schon abgebaut. Das Lattenrost von Lara alten Bett. Das gehört dann der Luisa. Das ist dabei da. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, voll cool. Ich weiß noch gar nicht, wie ich mein Büro einrichten soll. Muss dann auf jeden Fall gucken. Ich muss dann auch ein bisschen auf Pinterest mich quasi inspirieren lassen. Kennt ihr Pinterest? Ich liebe Pinterest, einfach um sich so ein bisschen Inspiration zu holen. Und ich freue mich schon, wenn unser Wohnzimmer leer ist, im Sinne, dass quasi mein Büro da nicht mehr da ist. Hey! Weil ich habe mich richtig ausgebreitet. Meine Lampen haben mir einfach so einen großen Teil eingenommen. Dann hier Kamerataschen und alles Mögliche. Ja. Ich gehe auf jeden Fall mal weiter arbeiten. Ich habe noch keine einzige Sekunde vom Video geschnitten. Ich habe währenddessen Office-Kram erledigt, die ganzen Rechnungen noch ausgedruckt, weil sind auch in der Zwischenzeit noch welche dazugekommen. Das habe ich jetzt noch gemacht, aber jetzt schneide ich mein Video. Ganz fleißig. Oh, schaut mal bitte, wie schön. Der Papa chillt hier im Zimmer mit der Lara und sagt, was spielt ihr denn? Mario Party. Mario Party. Und da ist ein dicker, fetter Kater. Piefka. Papa Lingi. Was denn? Ich muss aufs Klo. Ach, ja, stimmt, da war ja was. Kann ich bitte machen? Dann geh doch. Ich kann nicht aufstehen. Ich habe sie vor 5 Minuten kurz dem Papa gegeben, weil ich auf Toilette musste, weil sie eigentlich auf meinem Schoß eingeschlafen ist. Oh, Bibi. Aber, ja, und ich bin mit meinem Video gerade fertig. Das exportiert gerade. Das geht das hier. So schaut es aus. 17 Sekunden noch. Und dann kann ich es uploaden. So, meine Lieben, jetzt geht's rund. Wir werden jetzt den Baum schmücken. Wir haben schon alles aufgestellt hier. Und der Papa kommt gleich. Ah, sehr schön. Ich glaube, das Dekorieren dauert nicht lange dieses Jahr. Hallo, was ist hier los? Streitet ihr um den Ballon? Papa. Papa, kannst du den echten Baum hoch? Schreibt es unten in die Kommentare, welche Farbe würdet ihr nehmen? Rot, blau oder gold? Rot. Blau. Rot. Blau. Rot.
Rot! So. Wer ist für rot? Da, man sieht nicht, die Lara ist auch für rot. Blau. Ich bin für weiß. Okay, Michelle, blau, wer ist für blau? Papa, du kannst nicht für alle Farben stimmen. Nee, stimmt. Wir sind zu zweit. Lara, du willst auch blau? Dann machen wir rot. Nein! Blau. Was ist das? Rot. Na, die Luise muss auch entscheiden. Rot? Wir fragen die Luisa. Wir fragen die Luisa, genau. Blau. Passt so? Und dann war es. Hallo. Warte kurz. Ja, von dir. So, warte, warte, Michelle. Warte kurz, warte. Warte kurz. Luisa. Warte noch nicht. Warte kurz. So, Luisa, welche Farbe sollen wir den Baum machen? Weiter auf den Tisch. Welche Farbe? Es kommt auf die Größe an. Ja, ich fäll scheiß herum. So. Ja, sie hat sich zweimal so Argentina, okay? Ah, oh, sogar mit Kuss. Das ist nur wegen der Kackgröße. Nein, dann nimm eine blaue Kugel, die groß ist. Komm, Michelle, nochmal, gleiche Chance für alle. Okay. Warte. Gib dem Rote hier, gib der Rote hier bitte. Gib uns da. Ja. So, Luisa, welche willst du? Beide. Balla. Balla. Beide Balla, okay. Sie hat auf diese gesagt. Nein! Nein, sie hat auf das. Nein! Mama! Ich fertig. Sehr. Aber es schaut schön aus, rot und blau, wenn man so zusammen nebeneinander steht. Mach mal. Was ist mit dir passiert? Nein! So, machen wir rot und blau. Wir konnten es nicht entscheiden, deswegen haben wir blau und rot gemacht. Gefällt es euch? Also uns gefällt es immer sehr gut. Die Kinder schlafen schon alle, es ist ziemlich spät. Ich habe vergessen, danach noch weiter zu filmen. Und ich wollte mich jetzt eigentlich nur mehr vom Vlog verabschieden. Wir gehen jetzt nämlich auch ins Bett. Papi und ich. Mami. Und die Luisa. Papi und Mami gehen ins Bett. Und Luisi. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.